Hallo Leute, das ist so ein trauriges Video heute, denn das hier ist die letzte Werkstatt, das ist die letzte Werkstatttour hier aus dieser Werkstatt. Was es damit auf sich hat, werde ich später im Video am Schluss euch sagen, warum ich hier ausziehe, was kommen wird, was passieren wird. Das hier ist auch so ein Stück weit ein Video für mich, damit ich das mir in ein paar Jahren anschauen kann und kann mir ansehen, wie meine erste richtige Werkstatt ausgesehen hat. Also, wir werden heute mal durch die Werkstatt gehen. Es hat sich in den knapp drei Jahren, wo ich hier bin, so übelst viel hier drin getan. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ne? Werde ich euch dann später noch ein bisschen was erzählen. Und ich würde sagen, wir fangen irgendwo in der Werkstatt an. Ich würde sagen, wir machen den Eingang am Schluss. Da seht ihr nämlich auch so einen Teil des Problems, warum ich hier raus muss. Und genau. Hier haben viele Videos angefangen. Hier ist meine Werkzeugwand, hier hängen so die ganzen Werkzeuge, die ich nutze. Und das hier ist so der, im Englischen sagt man, der Assembly-Bereich. Ich glaube, im Deutschen sagt man Bankecken. Um noch genauer zu sein, das hier ist oftmals so der Teil, wo ich dann halt eben filme. Hier hat sich auch in den letzten Monaten sehr viel getan. Hier sind die ganzen Schneidebretter, mein Trockenregal, mein Hordenwagen, den ich auch selber gebaut habe. Da habe ich sie immer gelagert, also getrocknet haben. Hier war so ein kleiner Durchgang zur Metallwerkstatt. Hinten dran steht meine Hobelmesser-Schärfmaschine. Und dann gehen wir mal gerade noch ein Stück weiter zur Hobelbank. Übrigens, ich filme dieses Video heute, währenddessen ich noch normal hier drin arbeite. So sieht es hier drin dann teilweise aus, wenn ich normal an einem Projekt arbeite. Mit ein paar Ausnahmen, weil halt viel jetzt hier steht, weil ich gar keinen Platz mehr habe. Ne? Also hier meine Hobelbank, die Werkzeugwand, die ich schon angesprochen habe. Hier habe ich so Werkzeug und Dinge, die mich halt eben froh machen. Das heißt, so ein paar Bilder von meinem Großvater, wer es noch nicht erkannt hat. Das hier ist mein Opa. Der habe ich leider nie so richtig kennengelernt, weil er relativ früh verstorben ist. Und hier habe ich tatsächlich auch ein Bild. Das ist das erste Bild, was ich von einem Kind geschenkt bekommen habe. Das hat ja auch seinen Platz an der Wand gefunden. Wenn wir hier dann weitergehen, hier war immer so mein kleiner Durchgang zu der einen Seite der Werkstatt, was so der Maschinenecken war. Für euch als Information, dieser Teil der Werkstatt, die Holzbearbeitungswerkstatt, die hat ungefähr 100 Quadratmeter, also ungefähr 10 mal 10 Meter. So ein bisschen eingrenzend waren immer hier diese Stahlträger, die haben auch so ein bisschen die Maschinenlage bestimmt. Deswegen hat auch hier immer der Staubsauger mehr schlecht als recht gestanden, denn hier war der Durchgang immer sehr, sehr eng. Wir haben hinten meine Bandsäge-Bandschärfmaschine, meine alte Bandsäge von meinem Großvater. Meinen Kantenschleifer, meinen Tellerschleifer, den ich hier in der Werkstatt nicht oft benutzt habe. Ich wollte mir eigentlich immer die ganze Zeit mal einen selber bauen. Hier war aber nämlich genug Platz. Das bedeutet, in der nächsten wäre vielleicht Platz, um da einen Tellerschleifer selber zu bauen, aber so richtig massiv. Hier kommt der Ruvi-Frästisch. Wunderbares Gerät, sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Also so das durchdachteste Stück Equipment, was hier in meiner Werkstatt steht. So nenne ich dieses Teil meistens ganz gerne. Ist ein Frästisch mit mehreren Frässpindeln im Gerät eingebaut und da daneben haben wir auch dann schon direkt meine Absauganlage. Das ist ein zentrales Absaugsystem, das bedeutet, alle Maschinen sind mit Metallverrohrung vom Absaugprofi verrohrt, sodass ich halt eben alles zentral hier in der Absaugung einsammeln konnte. Wir gehen weiter zur Dickenhobelmaschine. Meine große Bäuerle Dickenhobelmaschine, ein wunderbares Gerät, manchmal ein bisschen zickig, aber unterm Strich ist sie mehr als 60 Jahre, glaube ich, mittlerweile alt. Nächstes Jahr ist er 60 Jahre tatsächlich, glaube ich, alt. Ich glaube, die ist von 1964, so in dem Dreh. Hat übelst viel Strom, also braucht sehr, sehr viel Strom, aber so hobelt auch dafür echt sehr, sehr gut. Manchmal nicht so gut, wenn sie sich dran stellt, aber eigentlich ganz okay. Ganz genau, für euch als Info, da ist ein Tor. Da wurde damals auch eingebrochen, deswegen habe ich die zugeschweißt. Mir wurde witzigerweise, oder in Anführungszeichen witzigerweise, nur der Akkuschrauber geklaut. Manche haben es mir tatsächlich nicht geglaubt, dass dort eingebrochen wurde, aber sonst hätte ich die nicht zugeschweißt. So viel dazu. Hier diesen Ecken, den ihr hier seht, der ist nicht sonderlich groß, aber das war immer mein Ecken, in dem ich die Kurse gehalten habe für die Drechselkurse. Also die Drechselkurse habe ich hier gehalten. Da habe ich immer alles von der Wand wegziehen müssen. Hier ist auch eine entsprechende Verrohrung, damit die Kursteilnehmer beim Schleifen auch abgesaugt werden können, also die Drechselbänke. Und hier sehen wir auch so ein paar blaue Markierungen auf dem Boden. Da stelle ich halt immer die drei Kursdrechselbänke hin, damit ich sie immer wieder an den gleichen Ort stelle. Da wird sich auch in der nächsten Werkstatt so ein bisschen was tun. Ihr seht es manchmal so ein bisschen, ich bleibe überall hängen, weil dann halt auch immer mehr Projekte dazugekommen sind. Ne? Zum Beispiel dieses Schraubzwingenregal mit den 2 Millionen Schraubzwingen. Es ist halt praktisch, wenn man mit Holz arbeitet, dass man genügend Schraubzwingen hat. Ich habe damals direkt eine richtig solide Basis gebaut, das ist hier dieses Gestell geworden. Aber das habe ich auch immer von Arbeit zu Arbeit immer rumrollen müssen, dann hinter der dicken Hobelmaschine, dann hat man da auch keinen Platz mehr gehabt. Aber ja, wird sich auch einiges tun. Hier haben wir die drei Kursmaschinen.
Die stehen im Moment, also die zwei stehen wie gewohnt. Die dritte steht hinten so ein bisschen motivationslos in der Ecke, weil ich derzeit auf Märkten drechsel, um so ein bisschen den Drechselkurs zu bewerben und den Leuten so das Handwerk vor Ort ein bisschen näher zu bringen. Deswegen steht die hier. Die wird nämlich auch bald wieder eingeladen, weil wir auf den nächsten Markt fahren. Wir kommen zum staubigsten Ecken der Werkstatt. Hier ist der Langbandschleifer. Hier seht ihr nochmal die Kursdrechselbänke. Wunderbare Maschinen. Hier habe ich damals extra, um so ein bisschen Organisation reinzubekommen, habe ich hier extra dieses Wandregal, dieses French-Cleat-Wandregal in schön gebaut. Hier sind so die ganzen Drechselutensilien, Sicherheitsausrüstung, Drechseleisen nicht, aber Spannfutter, Zubehörwerkzeuge, Staubmasken, Schleifpapier und so weiter und so fort. Das hat alles hier gelagert. Und es hält auch übrigens noch, obwohl viele unter dieses Projekt geschrieben haben, das wird nicht halten. Der geilste Kommentar, den ich da gelesen habe, war: Ich habe mir so viele Videos angeschaut, ich weiß jetzt mittlerweile, dass das hält, dass das nicht hält. Hat echt einer unter das Video geschrieben. Videos anschauen ist trotzdem was anderes, wie wenn man es selber baut. Hier seht ihr ein paar Drechselkurse. Es fehlen tatsächlich mittlerweile 11 Bilder. 11 Drechselkurse sind seitdem gewesen, aber die sind noch nicht ausgedruckt worden. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der da war. Wenn du an so einem Kurs mal teilgenommen hast, schreib doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich freuen, nochmal von dir zu lesen. Hier so zwischen dem Formattisch, ich schiebe mal ins Bild, jetzt seht ihr, zwischen dem Formattisch und der Langlochbohrmaschine war echt immer wenig Platz. Also das hat alles gerade so gereicht. Keine 80 cm. Und es war schon oft echt störend. Thema Langlochbohrmaschine. Das ist dieses Teil hier. Witzige Story, als ich die von dem Käufer damals abgeholt habe. Die ist brechend schwer. Ne? Das ist alles massives 10 mm Flachstahl. Und er hat die einfach losgelassen, sodass die mich reingefallen ist. Und ich habe noch nie, also ich, mein Arm war hier so blau, hier, so blau, wie auch der Pullover ist. Das war echt nicht cool. Benutze ich nicht ganz so oft. Das ist eher für so die Fälle, wo ich sage, da ist es extrem wichtig, dass die Verbindung ultra stabil ist. Zum Beispiel, ich habe ein Kinderbett mal gebaut, also ein Babybett. Und das muss natürlich halten. Ne? Und da habe ich zum Beispiel die Maschine benutzt. Mittlerweile fertige ich auch ganz gern Dübelbohrungen an der Maschine an. Da kann man dann einfach sowas hier nehmen, kann das zusammenstecken. Und das hält dann echt gut. Also das muss schon ein großes Kind sein, dass das halt eben dann durchfällt. Nächster Stahlträger, also senkrechter Halter, ist hier. Ich habe oben eine Katze laufen, ich glaube, so nennt man es. Eine Katze, wo ein elektrischer Kran auch mal dran war. Der war ein bisschen kaputt, der hat nur noch die schnelle Geschwindigkeit. Deswegen habe ich den irgendwann abgehangen, weil gerade wenn man wirklich schwere Dinge, die so 300, 400, 500 Kilo wiegen, oder sagen wir mal 300 Kilo wiegen, hochhebt, dann war das viel zu schnell. Und Fun Fact, so ein Gebäude schwingt ja noch natürlich. Das ist natürlich nur minimal, aber auf diese 100 Quadratmeter ist dann vielleicht wirklich ein ganz kleines Stückchen die Decke nach unten gesunken oder halt geschwungen. Das tut es ja auch, wenn man drüber geht, dass vorne an der Werkstatteingangstüre, dass die gewackelt hat. Das war nämlich, dass die Luft, dass die so ein bisschen ausgedehnt hat und dann wurde die Werkstatttüre übertriebenermaßen gesehen nach außen gedrückt. Also die Katze hängt oben, der Kran hängt hier nämlich. Ich habe einen Kran von Hand, also mit so einer Knarre. Den habe ich manchmal eingehangen, um halt eben Zeug dann hochzuheben. Ist praktisch. Ist eine coole Sache, ne? Das sieht hier alles nicht so eng aus, das ist auch alles oftmals beengt gewesen. Also man kann hier wunderbar dran arbeiten, das will ich damit nicht sagen. Ich habe es ja auch selber vollgestellt mit Maschinen, ist ja auch meine Entscheidung gewesen. Aber teilweise war es dann ein bisschen eng, aber um Gottes Willen, alles okay. Der Hochwagen steht unter der Systembohrmaschine, die habe ich damals von einem Schreinermeister gekauft, von dem lieben Matthias. Habe ich hier in dieser Werkstatt, also diese Systembohrmaschine, habe ich ungefähr, lasst mich lügen, 5, 6, 7 Mal benutzt. Aber egal, besser haben als brauchen. Das ist eine Maschine, die hat 4 Bohrer. Dann fräst man diese oder man bohrt diese Längen, diese Loch rein. Damit kann man das machen. Man kann noch ein bisschen mehr machen, aber ich habe sie eigentlich dafür benutzt. Daneben steht meine restaurierte Bandsäge. Die habe ich vom Schrott gerettet. Für 40 Euro habe ich sie damals gekauft. Habe sie in Videos wieder frisch gemacht. Sehr, sehr spannendes Projekt. Schneidet bis heute. Und all diejenigen, die ihn gesagt haben, der Deckel wird nicht halten. Also sie läuft mal noch, ne? Sie ist zwar laut, aber sie schneidet auch so gut, wie sie laut ist. Das ist ein bisschen traurig. Da ist also ein Umluftfilter, dann eine Rohrleitung. Ich habe die mit dem Siggi aus dem hohen Norden. An einem verregneten Tag habe ich sie hier installiert und ich habe einfach nichts damit abgesaugt. Ich habe nur was damit abgesaugt. Also zweimal habe ich was mit abgesaugt. Einmal mit dem Siggi, als wir es getestet haben. Und einmal, als ein paar Späne auf dem Tisch, auf dem Bohrtisch gelegen haben. Ich bin Saarländer, deswegen sage ich oft mal Tisch. Nächste Maschine. Säulenbohrmaschine. Ich brauche sie nicht so oft, aber wenn man sie braucht, Gold wert. Gerade so, wenn man Metall verarbeitet, das habe ich ja auch gemacht, ist es schon ganz cool. Wenn man Holz verarbeitet, ist es sehr praktisch. Also man wird merken, wenn man so eine Maschine nicht hat. Wenn man sie hat, wird sie mir so deutlich, dass man sie benutzt, weil man sie nicht so oft benutzt oder ich habe sie nicht so oft benutzt.
Fun Fact, ich habe die Feder da extra heiß gemacht und gelenkt, dass sie hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zugkraft hat. Hat ein bisschen was gebracht, aber ja. Deswegen ist ja das Gute, dass der einfach so viel Hub hat. Also er geht jetzt noch ein bisschen. Sitzecken, Couchecken, warme Ecken, sehr, sehr schön. Hier haben wir Rohrschraubzwingen, da habe ich zwei Wägen von gebaut. Mega geil, benutze ich für die Schneidebretter, kann ich jedem empfehlen. Ich werde jetzt wohl bald mehr Platz haben. Ich plane mir erstmal nicht eine Rahmenpresse zu kaufen, weil die sehr viel Platz braucht. Und ich lieber eigentlich die Rohrschraubzwingen benutze. Aber wenn man auch günstig an eine Rahmenpresse rankommt, dann werde ich sie wohl trotzdem benutzen. Materiallager, eins der ersten Projekte. Das hat sich übelst durchgebogen, ist nicht schlimm. Ich roll's eh nicht so viel rum, ne? Man könnte es einfach beheben, aber war eines von den ersten Projekten hier in der Werkstatt. Wird auch in die neue Werkstatt kommen. Ihr merkt, worauf es hinausläuft. Ja, ob ich dieses System hier empfehlen kann? Na, ich weiß nicht so. Wenn man das nämlich voll macht, ist das sehr, sehr schwer und dann kann man es nicht so schön rumrollen. Also ich würde es vielleicht in drei Teile aufteilen. Plattenmaterial, also hinten diese Schräge, dann waagerechte Stäbe vielleicht oder senkrechte Stäbe und dann noch irgendwas für solche Massivholzabschnitte, wie sie jetzt hier mittlerweile komplett drin liegen. Ja, keine Ahnung, müsst ihr wissen, was für euch dann noch besser ist. Meine Tischfräse von Stähle. Ich habe mir echt lange Zeit überlegt, soll ich die frisch machen, weil die hat echt nicht so gut ausgesehen. Aber als ich sie dann mal sauber gemacht habe, hat die wirklich einen neuen Glanz erstrahlt. Und es ist toll. Ich benutze viel, um Kanten zu schleifen. Ich habe hier einen Schleifigel drauf. Da kann man extrem teure Schleifblätter benutzen. Aber schleift dafür auch eigentlich ganz gut. Also wenn man viel kantiges Material schleift, ist das eine feine Sache. Steht jetzt hier länger als unrestaurierte Maschine, als dass sie hier fertig drin gestanden hat. Thema Formatkreissäge. Das ist eine Samco mit C, SC3. Kann ich jedem empfehlen, gibt es oftmals für einen guten Schnapper. Ist eine sehr, sehr gute Formatkreissäge. Die Spanhaube, ich weiß, die fehlt und ich wollte auch die ganze Zeit eine bauen. Aber meine Werkstatt ist so vollgeräumt, dass ich gar nicht die Metallwerkstatt benutzen konnte. Werdet ihr auch gleich noch im Video sehen. Wir haben einen 2,20 Meter Formattisch. Das heißt, hier sind 2,20 Meter bis zum Tisch. Und wenn wir den jetzt einmal durchschieben, dann sind wir ungefähr bei 4,60 Meter, was wir an Platz nach vorne und also in der gesamten Länge brauchen. Ich habe damals eigentlich gedacht, dass das die letzte große Maschine wird, die hier in die Werkstatt kommt. Ich habe aber falsch gelegen, denn da kommen wir gleich dazu. Wir schauen uns noch einmal die Maschineninsel an. Meine Abrichte. Ups. Cooles Teil. Ist auch eine alte Maschine, manchmal ein bisschen zickig, wie alle alten Maschinen. Aber die hat auch echt einen neuen Glanz gestrahlt, als ich die zum ersten Mal wieder frisch gemacht habe. Ich habe einen Messerschutz gebaut, kein Klappenmesserschutz, sondern so ein komplettes Blech, also Flachstahl, was drüber geht. Funktioniert, ne? Also wird auch die nächsten, wenn der Motor mal kaputt geht, kann man den neu machen, aber wird die nächsten 100 Jahre so dann definitiv auch funktionieren. Kleiner Funfact zu dem hiesigen Objekt, ich glaube, das sagt man, wenn man sich eloquent ausdrucken will. Kleiner Funfact zu der Werkstatt hier. Hier waren zwei Wohnungen drüber. Da muss man immer so ein bisschen schauen. Also ich habe morgens meistens um 7 angefangen, bis um 6, 7 Uhr. Das hat sich dann irgendwann so eingependelt. Und kann ich vielleicht irgendwann so ein bisschen aus dem Nähkästchen noch plaudern, denn hier ist einiges. Hier war so auf die Polizei. Oder? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Nicht wie mir, sondern weil andere Leute hier Scheiße gebaut haben. Ne? Aber das ist nicht in dem Video. Noch zu dem Objekt hier. Hier war ein Steinmetz früher drin. Hier war dann eine Autowerkstatt drin. Die geht hinten noch um so ein L, geht so ein gutes Stück weiter, also bestimmt nochmal 200 Quadratmeter mehr. Und genau, aber ich habe mich hier in diese Fläche hier niedergelassen. Nebendran wäre auch sowieso kein Platz mehr, da stehen Autos und deswegen habe ich mich hier auch nicht erweitert. Unten sind Rampen, das sind Aluminiumrampen für einen Stapler eigentlich. Wir haben sie damals kurzerhand im Boden festgemacht, damit ich halt eben meine Rampe habe, um auch die schweren Maschinen zu bewegen. Die werde ich wohl auch rausnehmen, da muss der neue Besitzer dann halt eben das Ganze nochmal beibetonieren. Warum sage ich das hier? Das ist eh alles unter Vorbehalt, weil ich habe hier so viel Zeit und Energie und auch Kohle reingesteckt, weil die hat vorher nicht so gut ausgesehen. Also ich schaue mal, dass ich auf Instagram ein paar Bilder hochlade, so ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Die hat echt scheiße ausgesehen. Ne? Also Beleuchtung war nix, Strom war nix, also eigentlich einfach nur eine Räumlichkeit, die man immer frisch machen musste. Aber es ist so frisch und der Nächste, der halt eben hier reingeht, der wird sich definitiv freuen. Also es ist eine gute Halle. Gute Infrastruktur, gute Autobahnanbindung, das ist gut. Kommen wir weiter. Ich habe eben gesagt, ich dachte, die Formatkreissäge wäre die letzte Maschine.
die hier in die Werkstatt kommt. Aber es war die Pendelsäge. Das ist die neueste Maschine hier in der Werkstatt. Genial, um Massivholz abzulenken. Also das Beste, was man benutzen kann, um Massivholz abzulenken, wie ich finde. Auch ein bisschen besser als so eine Radialamtsäge, weil die ist so massiv gebaut, wenn das auch alles mal kalt und alles so ein bisschen auf die Ohren bekommt, ist die eher dafür geeignet und hat auch nicht so die Anforderungen wie so eine Radialamtsäge. Die ist ja auch für feine Schnitte, die ist rein nur zum Ablenken und die ist ultra massiv, ultra schwer, auf dem Boden festgedübelt. Halben Meter, 55 cm kann man damit an Tiefe oder an Breite von der Bohle dann ablenken. Geile Sache. Also wenn die Bohle 200 Kilo wiegt, juckt das die nicht. Genau. Das ist jetzt der Eingang, ne? Hier hat früher mal mein Sägewerk drin gestanden, als ich das gebaut habe. Aber das ging schon lange nicht mehr, dass ich da mit einem Anhänger reingekommen bin. Hier fängt die Misere langsam an. Hier wird es langsam eng. Hier ist ein Anleimer. Das ist eine Maschine, die hat hier auch Jahre oder mindestens anderthalb Jahre drin gestanden, bevor ich sie zum ersten Mal richtig benutzt habe. Ich habe mich dazu entschieden, sie auch zu behalten, weil ich sie von einem Schreinerkollegen bekommen habe. Und bei so Dingen hänge ich halt eben auch so ein bisschen dran. Und selbst wenn man sie nicht so oft benutzt, ich habe damit die Möglichkeit, Spanplatte zu verarbeiten. Mache ich nicht so oft, aber wenn ich es halt eben machen muss, machen möchte, dann ist das die Maschine, die man halt auch eben dafür braucht, weil Kanten von Hand aufbügeln, das will ich mir selbst nicht antun. Ihr seht, der Durchgang hier, das wurde alles immer schmäler. Ja, aber so war es halt eben. Ne? Ich habe hier eine Horizontalfräse. Die wurde auch schon monatelang nicht mehr benutzt, weil hier alles zu eng geworden ist. Ich habe sie, ich behalte sie. Wenn ich etwas fräsen muss, kann man sich damit definitiv weiterhelfen. Aber auch den ganzen Ecken hier habe ich mittlerweile als Abstelllager benutzt. Ich habe nämlich hier auch diese Korpusse gebaut. Fun Fact. Ich weiß natürlich, dass Spanplatte nicht gut ist für oder nicht geeignet ist für Wasser. Dafür waren sie auch nicht gedacht. Nur auf dem allerersten Markt ist unser Pavillon hinten eingeknickt. Und die haben voll gestanden mit Wasser, weswegen ich mich echt ein bisschen ärgere. Die sind eigentlich nicht mehr so schick. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich für dieses Jahr benutzen. Das sind dann fast 10 Märkte, wo wir sind. Und danach werden sie, je nachdem wie sich das entwickelt, dann einmal neu gebaut, damit sie auch einen Tsunami aushalten würden. Nur so viel dazu. Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, hier 400-500 Euro an Holzkosten reinzustecken, wenn man dann gesagt hätte, wir gehen nicht mehr auf Märkte. Deswegen diese Entscheidung. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber es ist trotzdem immer noch eine sehr, sehr große Erleichterung. Also, eine Horizontalfräse. Ist praktisch, ne? Kann man mitfräsen. Als die Pendelsäge hier eingezogen ist, hatte ich hier ein großes Holzregal. Das habe ich einem Kollegen geschenkt. Ich habe das Holz dann danach hier stehend hingestellt. Habe aber auch jetzt schnell gemerkt, wenn ich jetzt mehr Massivholz verarbeite, wo es auch so ein bisschen akklimatisieren muss, schwierig, ne? Also es ist schon relativ voll. Es hat für viele Projekte gut funktioniert, will ich nicht behaupten. Ja, aber trotzdem zu wenig Platz. Ist euch übrigens eine Sache schon aufgefallen? Hier stehen nur Maschinen. Das Holzlager, was hier jetzt steht, das ist eigentlich nur hier. Das hier ist jetzt erst vor ein paar Tagen dazugekommen. Hier stehen fast nur Maschinen drin. Hier ist keine Lagermöglichkeit. Deswegen mache ich jetzt erstmal Fokus. Deswegen verstehe ich auch nicht so Leute, die sagen, weil ich habe da auch erst vor kurzem eine Nachricht bekommen, dann rümpel doch mal aus, dann entsorg doch mal was und sortiere aus. Da habe ich so blöd gefragt, ey, soll ich meine Fräsmaschine wegschmeißen? Ne? Ich brauche sie jetzt nicht, aber ich habe sie in der Vergangenheit benutzt, habe Werkzeug dafür gekauft, damit ich es benutzen kann. Alles, was ich hier aussortiere, hat einen eigentlich ziemlich hohen Wert. Zum Beispiel, ich habe so eine 2 Tonnen Seilwinde, die brauche ich jetzt noch nicht, aber ich arbeite viel mit Holz und irgendwann werde ich das Ding auf jeden Fall brauchen. Es ist nicht so viel, ich habe schon ultra viel ausgemistet und weggeworfen, aber irgendwann hat man halt auch einfach keinen Platz mehr. Jammern auf hohem Niveau. Genau, vielleicht werden mich manche verstehen, was ich meine. Gehen wir weiter. Das waren hier verschachtelt auf 1, 2, 3, 4 Räume ungefähr 200 Quadratmeter. Dadurch, dass das Ganze so ein bisschen verschachtelt ist, wirkt es aber ein bisschen kleiner. Hier lagert, wie gesagt, jetzt derzeit Holz. Und hier habe ich Metallarbeiten ausgeführt. Habe ich auch viel gemacht. Ich habe ein ganzes Sägewerk gebaut. Das gibt es auch noch. Das steht halt eben beim Kollegen. Und da habe ich auch ein paar Mal was mitgeschnitten. Nicht so oft, wie ich gedacht hätte. Aber wer weiß, was da noch kommt. Deswegen, ich hatte hier mein Stahllager. Und da hatte ich so die ganzen Stangenwaren drin liegen gehabt. Meine eiserne Kaltkreissäge, um das direkt dann runterzunehmen und zuzuschneiden. Mit dem Einzug der Brikettpresse hinten hat sich das aber auch so ein bisschen erledigt, weil das alles zu eng ist. Die steht da gut, die presst da schon die ganze Zeit Material. Ich habe hier auch Sägespäne aus einer anderen Schreinerei. Die kann ich da dann halt eben auch verpressen. Macht ja auch Sinn, weil ich einen Holzofen habe. Und genau,
Aber mit dem Einzug von der Brikettpresse hat sich das eigentlich erledigt, mit Stahlarbeit hier zu arbeiten. Ich habe ab und zu ein bisschen Flachstahl zugeschnitten, aber das war da nichts Anspruchsvolles. Hier sehen wir meine Versandstation. Hier habe ich meine Stirnholzschneidebretter gelagert, die halt eben dann über einen Onlineshop versendet wurden. Da wird sich in Zukunft auch ultra viel verändern, denn ich werde so ein bisschen Material zu mir nehmen. Hier habe ich meinen Schreibtisch, hier habe ich viele, viele Dinge geplant, Projekte. Habe ich hier eine Zeichnung angefertigt, habe mir das Ganze ausgedruckt, konnte es dann viel, viel einfacher bauen. Hier habe ich meinen Laser, der wurde auch sehr, sehr viel benutzt. Mein 3D-Drucker habe ich nicht so viel benutzt. Ich habe auch in dem Video, als ich das gebaut, gesagt, das ist ein staubfreier Raum, Ecken. Das war, als die Brikettpresse hier noch nicht so wirklich war. Gerade mit den großen Tüten hat sich das eh regulär oder generell verändert. Da staubt es mehr, weil ich die reinschippen muss. Wenn ich die normalen Tüte von der kleinen Absauganlage da reinfülle, dann passt da eine Tüte so rein, dass da nicht wirklich Staub auf ihr gelungen ist. Das heißt, es war nicht komplett falsch, was ich gesagt habe, dass der irgendwie hier staubfrei ist. Mit dem Einzug von den großen Tüten, die muss ich in zwei Ladungen reinmachen, weil das fast, ich glaube, ein Dreiviertel Kubikmeter Späne ist. Das ist schon sehr, sehr viel. Da hat sich das halt eben grundlegend geändert. Das heißt, ich habe nicht so viel gedruckt, aber selbst wenn so ein bisschen Staub auf dem 3D-Drucker war, ich konnte damit noch drucken. Ne? Deswegen, ich habe mir hier so ein paar Halter ausgedruckt, die werden auch genutzt, das hat gut funktioniert. Also von daher auch kein großes Problem. Fun Fact, hier steht meine gelbe Tonne. Das war hier immer eine Riesenkatastrophe. Hier sind noch mehrere Leute, die halt eben wohnen. Und die haben es nicht auf die Reihe bekommen, ihren Müll zu trennen. Und dann waren die Mülltonnen im Endeffekt nach zwei Tagen der Entleerung immer so voll, dass dann der Wind den ganzen Müll hier verteilt hat. Und deswegen habe ich draußen auch nie was gefilmt. Das war immer ein bisschen schade. Hier habe ich meinen Versandtisch. Damit hat alles angefangen. Das ist mein Versandtisch gewesen in meinem Kinderzimmer. Vor 4, 5 Jahren hat das damit angefangen. Da haben die ersten Drechselbausätze drin gelagert. Könnt ihr in der Infobox vorbeischauen. Ich habe einen Onlineshop für Zubehörteile für die Drechselbank. Da wird sich auch in Zukunft noch sehr, sehr viel tun. Das heißt, wenn ihr Drechselbausätze sucht und wollt das so einfach wie möglich haben, dann könnt ihr die bei mir bestellen. Da habt ihr zu allem eine Anleitung, zu den Drechseleisen, zu den Bausätzen. Und es ist ein familiäres Unternehmen. Das heißt, wenn ihr mal eine Frage habt, dann kommt ihr zuerst bei meiner Mutter raus. Die kann euch in den meisten Fällen schon weiterhelfen. Wenn es dann eine speziellere Frage ist, kommt er bei mir raus. Wie gesagt, das ist ein kleines familiäres Unternehmen. Das ist sehr, sehr schön. Damit hat alles angefangen. Hier bin ich immer reingekommen. Das hier ist das Tor, das Werkstatttor, das ist der Hauptzugang. Da bin ich hier immer morgens reingekommen, habe das Licht überall angemacht, habe hier meine Kiste gelagert mit dem Laptop und dem ganzen Kram. Und dann ging es in den Hauptraum. Hier haben wir damals relativ am Anfang einen Durchbruch gemacht zum Lager. Das heißt, hier habe ich alle Dinge gelagert, nicht vom Online-Shop, nur für diese ganzen Zubehörteile, um Projekte zu bauen. Keine Ahnung, Lacke, Halbzeuge, Werkzeuge, Schleifpapier vom Langbandschleifer, so dieser ganze Kleinkram. Gehen wir mal reinschauen. Hier war das Licht nie so gut. Ich habe damals so eine einzelne Lampe, die macht extrem hell. Ja, aber es war immer so ein bisschen die Rumpelkammer. Wobei Rumpelkammer ist das falsche Wort. Das war schon aufgeräumt. Oder es ist schon aufgeräumt. So ist es nicht, ne? Nur so mit wachsenden Punkten in der Firma sind dann einfach manche Dinge sind so sperrig, die muss man auf den Boden stellen, weil halt keine Kapazität mehr da war. Aber so alles, was Kleinkram angeht, und das können vielleicht ein paar unterschätzen, das ist so ultra viel, was sich hier ansammelt. Es ist wirklich viel, was hier zu lagern ist. Das hier sind alte, die sind beweglich, die kann man rollen. Das sind alte Schuhschränke in einem Schuhverkaufshaus gewesen, im Keller. Die kommen auch mit, also alles kommt mit, ne? Hier kommt alles raus. Da habe ich sehr viel Zeug drin gelagert. Hier ist eine ganze Wand voll mit Regalen und ist schon cool, ne? Aber das neue Lager wird noch ein gutes Stück größer. Hier also wirklich ultra viel Zeug, ne? Hier noch Elektrobauteile, ne? Das sind auch wieder Sachen, die schmeißt du ja nicht weg, ne? Schraubenschlüssel schmeißt du auch nicht weg. Ah. Ja, viel Zeug, viel, viel Zeug. Hier auch so lauter Kleinigkeiten, ne? Stifte, Sicherungen, Schrauben, also es ist schon viel Zeug, was ich hier angesammelt hat. Oben ist alles voll mit Holz gewesen. Und hier ist ein Durchgang noch nach draußen, aber der ist immer zu gewesen. Den werden wir wohl nutzen, wenn wir hier alles leer machen. Eine kleine Küche, also wirklich eine sehr, sehr kleine Küche. Ich brauche natürlich nicht viel, aber auch hier habe ich vielleicht in der neuen Halle so ein paar Möglichkeiten, eine offene Küche zu bauen, weil ich auch Kurse gebe und ich will wirklich das Beste meinen Teilnehmern bieten können, dass das wirklich ein Wohlfühlort für diese auch wird. Da war eine Toilette. In der neuen Halle habe ich auch zwei Toiletten und eine richtige Dusche, die dann auch halt eben funktioniert. Ich habe mich immer gefragt bei diesen Löchern, ob die Leute, das war hier vorher eine Wohnung, ne, ob die da irgendwie einen Dachschaden hatten und haben da reingeklopft. Keine Ahnung. Ja,
Ich zeige euch noch was Cooles. Ich habe da oben Pfeifen von der Orgel. Da wollte ich mir immer irgendwann mal eine Klingel bauen, dass da dann mit Druckluft das Ganze betätigt wird. Wird vielleicht auch irgendwann noch was. Jetzt bekommt er einen richtig traurigen Anblick, und zwar meine Metallwerkstatt. Ich glaube, da kann ich ja gar nicht so viel mit Stativ filmen, weil die so voll ist. Für euch als wichtige Info, ich habe hier drin gar nichts mehr hier drin geschweißt, weil es nicht ging. Ich zeige euch warum. Eine Metallwerkstatt, wenn man Kleinteile herstellt, wenn man kleine Rahmen baut, war das okay. Die ist ungefähr, ja, 2,60 Meter auf 4 Meter. Das ist die Metalltriebbank, die selbstgebaute Brikettpresse, Späne und nochmal Späne. Alles voll mit Spänetüten. Alles Briketts. Hier wird es sich halt natürlich anbieten, wenn man einen Stapler hätte und das dann in Regalen, Hochregalen lagern könnte. Vielleicht wird sich auch dann hier was ändern. Aber ich gebe euch nochmal so eine totale. Metalldrehbank. Erster selbstgebauter Schweißtisch in der alten Werkstatt noch. Setzschrank aus einer Druckerei. Schweißgeräte, Schweißtisch. Und als ich damals alles Werkzeug hier draufgelegt habe, das war die letzte Amtshandlung hier drin. Ihr seht, wie vollgestaubt das ist. Restmülltonne, die habe ich auch irgendwann mal dann dazu bekommen, weil das alles nicht mehr funktioniert hat mit Müll. Schrauben und nochmal Schrauben, Werkzeug, Rümpelregal hoch 100, das da hinten, das wird auch in der nächsten Werkstatt anders sein, und da war halt dann immer noch so ein Durchgang, aber das ging schon alles nicht mehr. Ihr seht auch schon direkt bessere Beleuchtung, die ist von Luxlight, mit Abstand die beste Beleuchtung, die ich jemals irgendwo gesehen habe. In allen anderen Hallen, wo ich drin bin, da hängen irgendwelche Lampen, aber das hier ist wirklich so das Nonplusultra. Beste Beleuchtung, wirklich definitiv. Ich werde euch gleich sagen, was es jetzt mit der neuen Werkstatt auf sich hat und so weiter und so fort, was jetzt hier auch alles passiert. Aber vorher hier mal ein riesen Shoutout an Mission Mittelstand. Vielleicht kennen sie einige von euch, mit denen arbeite ich in den letzten Monaten zusammen. Ihr habt hier auf YouTube davon noch nichts mitbekommen, weil ich da nie was von berichtet habe. Das hat alles auf Instagram stattgefunden. Da habe ich viele, viele Einblicke gegeben, was ich für mich angewendet habe, auch speziell bei den Schneidebrettern. Habe ich deren PLB-Methode angewendet und habe das ganze Thema komplett überdacht. Falls ihr euch selbstständig machen möchtet, falls ihr auf der Suche seid nach Erfahrungsberichten von Geschäftsführern, Unternehmen, die halt eben sich selbstständig gemacht haben und wo so deren Reise halt eben hingeht, dann schaut unbedingt mal bei Mission Mittelstand vorbei. Das ist wirklich genial. Auf Instagram habe ich oftmals gesagt, dass es halt wichtig ist für die Motivation, wenn man sich selbstständig macht oder mittendrin ist oder noch davor steht, dass es halt eben wichtig ist, dass man dauerhaft dran bleibt. Das habe ich hier mit diesem YouTube-Kanal so sehr gemerkt wie noch nie. Es ist wichtig, dass man dran bleibt. Ich habe schon einige Male überlegt, ob ich das Ganze hier einstampfe, dass ich alles verkaufe, dass ich mir irgendwie, keine Ahnung, was anderes mache, weil das teilweise echt schon ganz schön auf die Birne geht und wie oft ich mich dann auch aufgeregt habe. Aber wenn ihr wirklich auf der Suche seid oder wenn ihr euch selbstständig macht, schaut auf deren Kanal vorbei. Ich sage jetzt nicht, dass ihr irgendwas abschließen müsst, ne? Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, um sich so einzelne Punkte der Selbstständigkeit, dass man sich die für sich raussuchen kann, dass man die für sich anwenden kann. Und sei es dann nur abends, wenn man zu Hause ist und denkt, alles ist scheiße, dass man sich so ein paar Erfolgsstories von deren Teilnehmern anschaut, was die für Unternehmen haben, was so Veränderungen bei denen sind, das spornt nämlich unglaublich an. Das ist nämlich ultra wichtig, das habe ich hier gemerkt. Es ist wichtig, dass man dranbleibt, ne? Definitiv, wie mit allem im Leben. So doof, wie es sich anhört, jeder sagt es immer, bleibt dran. Es wird sich lohnen, auch wenn es mal echt richtig kacke ist. Beispiel, ich bekomme jetzt bald zu meinem Geburtstag immer passend die Steuernachzahlung. Und da denkt man sich auch manchmal, Alter, für wen macht man das alles, ne? Aber das Ganze wird sich unterm Strich langfristig wohl nicht auszahlen, sondern lohnen, ne? Weil ich kann ja dem nachgehen, was mich halt eben im Leben glücklich macht, ne? Weil es geht ja unterm Strich auch nicht darum, oder nicht nur darum, das ist wichtig, dass es ausgewogen ist, aber es geht ja unterm Strich auch ein bisschen darum, dass man, wofür man Geld bekommt, dass man das auch mit Freude macht, ne? Ich habe vorher in einem Beruf gearbeitet, wo ich voll abgefuckt war, das Geld war mega, aber da war kein Ausgleich da, ne? Ich war den ganzen Tag abgefuckt, ne? Und nicht nur von morgens, sagen wir mal 7 bis um 15, 16 Uhr, das ist eine normale Arbeitszeit, sondern auch auf Mittagsschicht, wo die ganze Woche scheiße war, auch abends und morgens und dann die Nachtschicht, ne? Und dann war ich komplett aufgedreht am Wochenende. Also ich habe so ein paar Vergleiche, die ich mir jetzt hier mittlerweile rausgezogen habe. Das heißt, wenn ihr irgendwie Input braucht, ne? Wenn ihr denkt, es läuft scheiße, ihr braucht so ein paar Tipps, so ein paar Punkte, weil die stellen auch sehr viel so zur Verfügung, schaut bei Mission Mittelstand vorbei. Ja, also mir haben sie weitergeholfen, definitiv. Aber Philipp, warum ziehst du denn jetzt um?
Unterm Strich sind das jetzt hier alles Probleme, wenn man alles hier so weitermacht wie bisher, dass ich Projekte baue und die halt eben auf YouTube hochlade. Meine Drechselkurse hier mit diesen drei Teilen oder mit drei Teilen, die man mache, das würde weiterhin funktionieren. Man müsste ein bisschen was ändern. Man müsste sich von ein paar Dingen trennen. Eine Anleihe mal zum Beispiel weg, dass man nur noch Massivholz macht, aber das will ich nicht. Ich will halt eben so für die nächsten Jahre das Ganze aufrechterhalten, den Standard, den ich jetzt habe, und halt eben noch besser werden. Das bedeutet, noch besser mit Spanplatte zum Beispiel in Kombination mit Massivholz werden. Ein wesentlicher Punkt, der dazu halt auch eben beiträgt, ist mein Onlinehandel. Der kontoholz.de Online-Shop, speziell für Drechsler, ein Teil für Heimwerker, wegen den Rohrschraubzwingen und anderen Dingen, die jetzt auch noch dort langfristig dazukommen werden. Und da will ich auch intern so ein paar strukturelle Änderungen vornehmen, dass halt eben der Versand wieder aus dem eigenen oder aus dem eigenen Objekt halt eben stattfindet, weil ich dann besser die Hand drüber haben kann, kann die Prozesse besser steuern. Und was wichtiger als das ist, ich kann besser neue Produkte implementieren, weil dann nämlich der Zwischenversand ist. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier die Drechselrohlinge zum Beispiel auch zugeschnitten, habe das mit einer Palette dann in mein Versandhaus geschickt. Das sind erstmal Kosten, das ist sehr, sehr viel Aufwand. Teilweise, wenn es wenige Stückzahlen sind, hat man dann auch eher gesagt, bei dem Schwung nicht, weil sie es nicht rechnet. Das will ich jetzt ändern. Oder das wird jetzt auch geändert. Das bedeutet, die neue Halle muss schon mal größer sein, damit halt eben auch der Versandhandel dort stattfinden kann. Ich habe noch einige Punkte, die ich abarbeiten will auf meiner Bucketlist, bevor ich ins Gras beiße. Das bedeutet, das ist das richtige Objekt, dass ich da mich halt auch eben so austoben kann. Ich mache das Video hier unterm Strich nicht nur für euch, sondern auch für mich, weil es ist schon ein komisches Thema. Ne? Derjenige, der nach mir hier in dieser Halle einziehen wird, der wird auf jeden Fall einen spitze Vermieter haben. Falls der liebe Peter das hier auch sieht, vielen lieben Dank für die ganzen Jahre, wo ich hier drin sein durfte, wo ich hier mich austoben durfte, wo ich halt auch eben die Halle so anpassen konnte, dass es halt eben für mich funktioniert. Sei es der Durchbruch in das Lager, sei es andere Anpassungen, ich habe hier einen ganzen Boden rausgerissen. Vielen lieben Dank dafür, ne? Also da bin ich mehr als glücklich gewesen. Jetzt fragt ihr euch, wie wird dann das neue Objekt gestaltet sein? Der größte Vorteil definitiv ist, dass ich länger arbeiten kann. Hört sich blöd an, mehr Arbeit ist eigentlich blöd, aber ich kann länger arbeiten, weil das Objekt halt frei steht, es ist nichts oben drauf gebaut, sehr, sehr gut isoliert, Fenster sind drin. Ne? Ich kann da mal rausgucken, ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, ich bin den ganzen Tag von morgens Sive bis abends Sive, eigentlich hier in diesem Kapuff, wo du hinten so 30 mal 2,50 Meter Fenster hast. Also das sind die einzigen Fenster, ich hatte hier drin nie Fenster. In der neuen Halle wird das besser sein. Die ist voll mit Fenstern. Da hat man auch ein bisschen Tageslicht. Das ist schön, gerade für den Vitamin D3-Mangel. Das wird sich verändern. Die wird bedeutend größer sein. Sie wird abgeteilt sein im Holzbereich. Der Holzbereich ist generell abgeteilt. Ungefähr 200 Quadratmeter, was da noch über ist. Und ich bin mega gespannt. So, vielen lieben Dank an alle, die seit der ersten Werkstatt dabei sind. Bleibt auch bitte dabei, wenn wir in der dritten Werkstatt sind. Ne? Und hoffentlich wird es dann die vierte, die dann irgendwann mir gehört. Das war's. Die Tage sind gezählt.